Wir haben hier unseren Sachs 503 Zylinder, den alle kennen. 38, 40, 41. Ist ein super Strassenzylinder. Also ich muss mich da kurz einmischen. Und zwar, das ist viel zu wenig emotional, Dani. Das ist schon so lange der einzige 503 Zylinder Alu, der jetzt lieferbar war. Dann musst du es doch ein bisschen anders anpreisen, gell? Meinst du? Ja. Wie viele Leute sind zufrieden mit diesem Zylinder? Ja, so viele Leute sind zufrieden mit diesem Zylinder. Eigentlich schon zufrieden. Er hat super Aber der Dani war der Meinung, da geht noch mehr. Und darum ist er jetzt hier heute mit euch auf diesem Video. Und ihr seid die Ersten, eigentlich, die das erfahren, jeder, der das Video schaut. Genau. Weil schon der war schon top gewesen, oder? Seien wir ehrlich, er ist... Ja, ist super Zylinder. Das ist eine Hurenhöhle. Ist ein super Hammer-Zylinder. Aber jetzt gibt es eben etwas... Ja, zu dem kommen wir jetzt. Und updated. Tada! Es ist geschehen. Das ist soweit. Wir haben ein Update gemacht. Wir haben eine neue Version von unserem Sachs 503 Zylinder. Wir werden aber die alten, muss ich als erstes sagen, die alten weiterhin führen. Wir sagen euch, wie es ist. Es ist immer noch ein super Strassenzylinder. Für die, die nicht schnell wollen, 40, 45, einfach gemütlichen Zylinder wollen, könnt ihr weiterhin kaufen. Wie gesagt, aber die letzten zwei, drei Jahre. Wie lange haben wir das gehabt? Ja. Die letzten zwei, drei Jahre, es sind wirklich... Ich kenne Zahlen nicht und keine Ahnung, aber man hat richtig, richtig viel von denen rausgelassen. Und wir haben wirklich sehr viele gute Resonanzen bekommen. Sehr wenig Rücklauf gehabt. Und auch, was man auch muss sagen ist, viele haben geschwärmt. Du kannst das besser erklären mit dem Schalten. Er hat dem Hocker mehr Ausdauer. Ja, der hat einen besseren Anschluss. Er geht nicht so schnell zusammen. Genau, ja, im Vergleich zu vielen anderen Zylindern. Was natürlich jetzt auch hier, ja, lasst ihn dann mal zu. Jetzt kommen wir mal zu dem, zum Neuen. Wir haben hier natürlich für 38, wo haben wir 38? Hier, für 38er. Wir haben hier für 40er und für 41er neue Köpfe. Das ist mal das Erste. Wir haben die mehr verdichtet. Hat jetzt neu etwa eine Verdichtung von 1 zu 11, ungefähr. Natürlich nach 38, 40, 41er Zylinder neu. Wo ich jetzt mal hier für euch, nehmen wir gerade mal den 40er. Und den tun wir jetzt gerade mal auf und schauen mal gerade dort rein. Quasi ein kleines Unboxing. Genau. Und dann können wir auch gerade dort die Unterschiede zeigen, vom Neu zum Alt. Und ja, schaut mal. Wie immer das Dichtset dabei. Wir haben hier den Zylinder. Wir tun jetzt den gerade auf. Jetzt sind wir so verschweißt. Da habt ihr auch immer gerade die Stehbolzen dabei. Nein, währenddem du hier so lange auspackst und mit dem Kolb rummachst, kannst du dir jetzt auch schon etwas erzählen von Leistung? Einfach weißt, für die Leute, die keine Zeit haben, um das ganze Video zu schauen, einfach, dass die es einmal gehört hätten, sich sicher reinziehen und dann weitergehen. Weißt du, was ich meine? Okay. Einfach also, nur so kurz, grob. Grundsätzlich so, was wir jetzt bei den Tests herausgefunden haben, ist, wir sind jetzt hier nahezu bei der doppelten Leistung vom alten Zylinder. Das ist eine Ansage? Ja, plus minus ist es wirklich fast das Doppelte. Vielleicht nicht ganz, aber fast das Doppelte. Das ist auch eine Zeit, dass wir ein 503 kaufen. He? Ja, ich denke so. Kolbringen sind natürlich auch immer dabei. So, jetzt haben wir hier den Zylinder. Jetzt, und hier haben wir den alten zum Vergleich. Jetzt wird der Silly hier ein bisschen näher kommen oder ein bisschen filmen. Da seht ihr natürlich schon mal am Einlass hier. Ich muss es noch so her haben. Ist natürlich eine andere Hülle hier. Ist wirklich grösser. Auch im Zylinder unten. Das ganze Fenster ist grösser geworden vom Einlass. Das ist mal etwas, was ihr noch jetzt hier auf dieser Seite auch gerade seht. Auch hier das Fenster für die Überströmer hat man auch noch etwas grösser gemacht. Ist jetzt auch noch etwas breiter geworden, das Ganze. Der ganze Überströmer ist noch etwas breiter. Natürlich ist also wirklich von dem her etwas Geiles. Dann weiter gehen wir gerade hier unten. Man sieht es auch hier. Ist natürlich vom Auslass her auch noch gerade einmal richtig grösser geworden. Auch die ganze Auslassfläche. Also, wenn ihr jetzt hier seht, ich weiss nicht, ob man das sieht. Sieht man das? Was man sieht, ist sicher die Red Bull-Flecke auf dem Pulli. Sicher, sieht man das? Ja, das ist scheiße. Also, wir haben hier natürlich, wenn man jetzt die Auslassfläche anschaut. Weiss nicht, kannst du ein bisschen ruhig haben, du Zitter? Ja, es ist geil. Ja, hä? Kannst du hier so oben runterfilmen? Ja, jetzt sehe ich aber richtig. Sehen, genau, das ist richtig grösser, oder? Dann hat man auch die Überstromfenster, sind auch grösser geworden. Es ist einfach alles generell mal einfach eine Runde grösser. Und die Steuerzeit haben wir auch angepasst. Wir haben jetzt hier etwa 160 Grad am Auslass, 120 Einlass und 118 an den Strömer.
Ich sage, Einlass, Strömer etc. kann man natürlich immer noch etwas machen. Es ist jedem noch frei, noch mehr zu machen. Es ging auch noch mehr. Man kann effektiv noch mehr machen. Ja. Und ich habe richtig Freude, weil es ist ein richtig geiles Produkt. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Und ihr werdet also, das auch testen. Also, ich habe eine andere Frage, bevor du hier ja. Ist das jetzt schon einmal montiert? Ja. Also, wir können im Prinzip ein Video machen, wie das läuft. Ja, mit dem 15 Ping Vergaser werden wir hier irgendwo 4,5, 5 PS sein. Und da war mit eben was? Beim Alt? Sagen wir so bei 2,5. 2,5, 3? Ja, 2,5, 3 Max. Okay. Also wir könnten ja. Im Prinzip, wenn die Leute das wollen, ein Fahrvideo machen. Kann man sicher mal noch machen, ja. Also. Also wenn ihr das wettet oder so, haben wir jetzt mal sicher in die Kommentare. Dann schreiben wir das auf unsere To-Do-List. Die ist zwar schon Kilometer lang. Genau. Aber, ja, ja, zwischen ihnen können wir auch Wochenende noch etwas filmen oder Dani seinem freien Mandy. Also, gut, aber Dani, du kannst wieder weiterreden. Was ich genau zu dem noch gerade sagen kann, ist, wir sind aber schon zig Kilometer damit gefahren. Er ist auch schon, blöd gesagt, im Bock auf Mofa zum Beispiel ist er gelaufen. Ah, niemand gewusst, hä? Nur niemand gewusst, das war die Sache, war, ich denke, der Alter, warum läuft der so krank? Und wir haben dort wirklich schon recht viele Kilometer damit gemacht. Verhält super. Und hat wirklich auch Leistung. Und vor allem, was schön ist, eben auch der Anschluss von Maisis 2 im Hockerinnen. Ist noch schöner. Der hat einfach auch unten mehr drei zu haben. Also mehr drei Momente, der hat mehr Kraft unten. Ist wirklich einfach nur geil. Ja. Aber ich sage immer noch, für einen, der nur so ein ganz, ganz feines Tuning will, ja, ja. Immer noch grob und so. Immer noch eine Option. Ist der Alt immer noch empfehlig weg. Gut. Einmal den Zylinder haben wir schon mal ein bisschen gezeigt. Ist natürlich eben 40, 41, so 40, 41, 38, Steuerzeiten sind eigentlich überall etwa ziemlich ähnlich. Die Verdichtung ist auch immer ab 1,12. Und ich zeige euch jetzt noch den Unterschied von diesen Köpfchen. Wir haben ja hier mal ein altes Köpfchen. Hier zeigen wir euch jetzt gerade das neue Köpfchen noch. Das ist auch sehr interessant. Du suchst das, gell? Ja, Silje hat mir es natürlich wieder geklaut, oder? Jetzt da. Und dazu geht es auch noch, dass es noch nicht schneit, oder? Genau. Jetzt das hier mal auf. So. Okay. Jetzt. Das sind die zwei Köpfe. Wir sehen jetzt auch sicher schon gerade mal, dass die ganze der ganze Brennraum innen, also vom Alten zum Neuen, natürlich wirklich kleiner ist geworden. Wir haben auch ein breites Quetschband gemacht. Ist halt wirklich ein bisschen mehr auf Leistung ausgelegt, das Ganze. Und das ist also wirklich ein markanter Unterschied. Wir reden hier mit der montierten Dichtung von Quetschkanten. So zwischen, ich sage immer eben, plus minus 1,4, 1,5, dort rum. Und wenn ihr noch nicht fahren könnt, könnt ihr gut so mit 1 bis 1,1 fahren. Und das funktioniert natürlich auch super ohne Zylinderkopfdichtung. Ich mache es eh meistens. Und ja, was natürlich auch zu sagen ist, ist natürlich auch alles angepasst auf die Kolbenform. Wenn ihr jetzt auch hier drin habt, das ist wirklich perfekt, wie das passt zusammen. Also eigentlich ähnlich wie jetzt bei der neuen Puch. Genau, oder? Dort ist genau das Gleiche, dort haben wir auch alles angepasst. Da hier ist es auch so, ihr werdet draussen gegen Fossen, gegen innen etwa ein Zentrum aufgehend haben, was ja eigentlich wirklich auch gut ist, wenn das ganz leicht aufgeht. Da haben wir alles eigentlich wirklich dementsprechend angepasst. Wirklich eben, ja, also ich habe wirklich Freude, das ist wirklich geil. Aber da ich auch Puchfahrer bin, muss ich mir jetzt auch, wenn ich das hier anschaue, auch wirklich auch mal noch 153er suchen. Nein, hey, ist wirklich also, ich habe richtig Freude. Und auch mit dem Testöffel, den wir hatten, es hat richtig auch Spass gemacht, mit dem zu fahren. Ja, ich hoffe, ihr wollt auch Spass haben. Mit dem Shop vorbei, ja. Sie werden demnächst aufgeschaltet. Und, ja. Nein, Dani, wenn Sie das Video schauen, sind Sie aufgeschaltet. Ah, sind Sie dann schon aufgeschaltet? Ja, Sie sind dann aufgeschaltet. Ah, okay, dann sind Sie schon aufgeschaltet. Und schaut euch noch gerade die neuen Lüfterhuben an. Ah ja, Lüfterhuben, richtig ja, krank. Könnt ihr eigentlich Kopf teilen? Hey, hure geil. Ein bisschen Ultra Aqua 503 Motoren. Wow, hure geil. Greift zu, seid die Ersten und habt Spass damit. Hey. Ciao zusammen. Richtig geil. Tschüss. Tschüss.